Moin, moin und herzlich willkommen. Wir sind heute ganz nah an der Küste, wie man schon am Wind sieht. Das Wetter ist heute nicht so prall, aber heute ist die Garten- und Freizeitmesse im Dorf Wangerland. Hier wird ganz viel geboten, von Kutschfahrten, der Pflanzen- und Gartenflohmarkt. Und Programm ist heute von Samstag, heute von 10 bis 18 Uhr. Und am Sonntag, den 23.04. von 10 bis 18 Uhr. Ja, Jürgen und ich machen gleich einen kleinen Gang über die Gartenmesse. Lassen Sie sich überraschen. Ich freue mich, dass der stellvertretende Bürgermeister Herbert hier ist. Ich freue mich, dass ich heute die Ehre habe, für unseren Bürgermeister Björn Mühlener diese zweite Wangerländer Garten- und Freizeitmesse zu eröffnen. Besonders begrüßen möchte ich hier an dieser Stelle aber unseren Gastgeber Harald Koch vom Dorf Wangerland. Zu guter Letzt geht mein Dank an die Organisatoren dieser Messe, der Lenkungsgruppe Erde und Flut mit ihrem Sprecher Joachim Meyer. Ich möchte aber eins noch erwähnen. Ich denke, in Zusammenarbeit mit der Erde und Flut ist eins in den letzten Jahren entstanden. Das Kirchturmdenken in den einzelnen Ortsteilen ist teilweise weg. Ich denke, wir haben damit ein Gremium geschaffen, was für ganz Wangerland spricht und deswegen solche schönen Ereignisse, solche schönen Organisationen macht. Wir wachsen zusammen, denn alle zusammen können wir was Positives erreichen. Wir brauchen die Gemeinschaft und die Gemeinschaft wird Erfolg haben. Ich bedanke mich für die freundlichen Worte neben mir, wünsche auch einen angenehmen Messeaufenthalt und eins kann ich Ihnen versprechen. So viel, wie in den letzten Tagen ich auf den Wetterbericht geschaut habe, habe ich mein ganzes Leben noch nicht. Aber es wird hoffentlich positiv gehen. Einen schönen Tag und viel Erfolg. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Ja, uns im Wangerland sagt man Moin, das ist bekannt. Morgens, mittags und bei Nacht. Immer ist es angebracht. Wir laden euch herzlich ein, einmal unser Gast zu sein. Alltagsärger, Stritterie, Urlaub an der See. Ich sitze hier jetzt ein bisschen boben auf dem Kutschtrupp. Neben mir ist Bernhard Eden. Hey Eden, was machst du denn für doch hier? Ich versorge für unseren Verein, für unsere Gemeinschaft Wangerland Erde und Flut. Hier so ein bisschen Gäste betreuen und Gäste fahren und betten mit hier auf Gelände und betten dort Dörp, betten was vertellen von Wangerland und was hier also zu hören da. Die beiden dafür, wer sind das? Das sind zwei Friesenpferde, original Friesenpferde. Na! Oh, ja, eigentlich sind die ganz ruhig, aber für Dorch ist so ein bisschen, ja, vielleicht mit den Lü, ne? Genau. Nee, aber da mag die Pferde eigentlich gar nicht so. Ich weiß nicht, warum. Das ist, wenn ich mit dem Luther schnacken, dann halte ich dann immer für ein Kommando, dass ich jetzt, dass die Menschen jetzt für mich loslaufen oder so. Ich freue mich für die Wangerland Erde und Flut. Wie möchte, das kostet ein ganzes Geld, wenn wir da hier mit Musik und dann ganzen Kram. Und der Innenraum, den ich hier morgen da, der geht dann in den Kast von Wangerland Erde und Flut. Ja, das ist mooi. Ja. Anders können wir das gar nicht betonen. Nee. Ich würde sehen, dass wir irgendwie Geld kriegen. Ja, das ist so. Ja, dann hoffe ich noch auf ganz viel Touren, dass noch Geld drin kommt. Schönen Dank, alles Gute. Dankeschön. Neben mir sitzt Adrian von der Firma Specht aus Rebsold. Ihr habt heute auch einen selbstlaufenden Rasenmäher dazu. Ist der, genau. Ist der auch angeschlossen? Der ist angeschlossen jetzt in diesem Falle. Der weiße hier vorne, der läuft jetzt. Genau. Und was ist so das Besondere bei dem? Ja, was ist das Besondere? Das Besondere natürlich, dass das Gerät also komplett alles von alleine irgendwo macht. Jetzt zum Beispiel sieht man es auch schon, die laden sich selbstständig auf, die fahren ganz normal wieder raus. Ich brauche das Ganze nur einmal einstellen bei der Installation und alles andere funktioniert dann also vollautomatisch. Ich brauche mich also um nichts weiteres mehr kümmern sozusagen. Neben mir steht Herr Meyer. Richtig. Ja, genau, vom Dorf Wangerland. Ja. Sie haben das heute wieder federführend in der Hand. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, der Arbeitskreis Gartenmesse vom Lenkungsausschuss hat sich viele Monate, eigentlich schon seit dem letzten Jahr auf den heutigen Tag und auch den morgigen Tag vorbereitet. Aber wir haben gerade günstigerweise hier die Flagge stehen. Ja. Wir haben einen fürchterlichen Wind. Ja. Es haben heute Morgen auch einige Aussteller abgesagt. Darüber sind wir natürlich sehr traurig. Wir haben heute Morgen noch ein bisschen hin und her jongliert. Wir haben alle Lokalitäten jetzt geöffnet, die wir haben. Die Eventhalle ist pickepacke voll. Die Colorado ist mittlerweile voll. Und um die jetzt draußen stehen, tut es mir fast ein klein wenig leid.
Ja, das Wetter passt nicht so richtig dazu, ne? Nein, leider nicht. Aber abgesehen davon, was gibt's denn heute hier zu bestaunen? Also, ja, das ist nun, also wir haben über 70 Aussteller jetzt hier. Ja. Und angefangen von privaten Pflanzenanbietern bis hin zu gewerblichen Anbietern, regional und auch überregional. Wir haben das GOP aus Bremen hier. Wir haben Unternehmen aus Westerstede hier. Also es ist doch überregional und das spricht eigentlich dafür, dass im letzten Jahr doch großes Interesse geweckt wurde. Es ist ja erst das zweite Mal, dass wir das machen und wir sind ja auch noch keine Messeprofis. Es laufen noch nicht alle Sachen so reibungslos, wie es könnte. Aber wir lernen auch gerne dazu und ich bin schon froh, dass das so gut angelaufen ist. Und wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, wir haben jetzt Plattennachmittag und wir sind jetzt schon fast bei über 2.500 Besuchern für den ersten Tag. Da sind wir schon sehr mit zufrieden und der größte Teil der Aussteller auch. Es ist nur leider bitterlich kalt. Dabei machen wir uns nichts vor. Wir sind hier direkt an der Küste. Also es ist April. Es ist einfach so. Ich muss genau zugeben, den Ausstellern, die abgesagt haben heute Morgen, da habe ich gesagt, ihr seid Heulsusen. Der Wind gehört dazu. Ja. Und wenn ihr dann doch nicht kommen wollt, dann tut es uns leid. Aber es ist doch etwas schade. Ja, genau. Aber ihr habt ja auch noch ein paar Vorführungen oder so, habe ich gerade irgendwie gehört. Was habt ihr hier noch? Also wir haben ein komplettes Bühnenprogramm für die 2 Tage erarbeitet. Wir durften heute Morgen schon die Platters hier begrüßen. Im Moment spielen in der Eventhalle die Addams Family. Wir haben in halbstündigen Zeiten haben wir Fachvorträge zu unterschiedlichen Themen, sei es nun die Energiewende oder sei es Grundlagen der Gartengestaltung oder aber auch über den Wangerländer Pilgerweg. Also im Halbstundenrhythmus haben wir heute und auch morgen haben wir Vorträge in der Eventhalle in der Colorado, jetzt halt drin, wegen des Wetters auch Musik. Ja. Und rund um das gesamte Gelände natürlich Programm. Angefangen vom Glücksraddrehen für die Kinder mit tollen Preisen bis hin zum Spinnen am Spinnrad. Also volles Programm. Ja, da heißt es eigentlich ja nur noch die Regenbüchse an und die Sturmkappe auf und dann geht's los. Hier ins Dorf Wangerland. So, es fängt jetzt gerade etwas heftiger an zu regnen. Von daher gehen Jürgen und ich jetzt in die Halle und lassen uns dort mal so ein bisschen was zeigen. Neben mir steht Sabrina vom Dorf Wangerland. Du Sabrina, jetzt ist ja heute die Gartenmesse, aber wenn hier mal keine Gartenmesse ist, was habt ihr denn hier im Dorf Wangerland so zu bieten? Ja, also wir haben zunächst mal unsere ganz normalen All-Inclusive-Gäste, die hier Urlaub machen können. Das heißt, wir haben 230 Doppelzimmer sowie auch Familienzimmer. Ja, ansonsten haben wir natürlich auch sehr viele Veranstaltungen. Wir haben jetzt demnächst das Line-Dance-Treffen. Oder auch, ja, was auch sehr angesagt ist, ist Silvester immer. Und ansonsten, ja, also es ist immer mal wieder was los. Auch hier vor Ort so ein paar Highlights oder Attraktionen, die die Gäste hier besuchen können? Ja, wir haben einmal unsere Spielstadt. Könnt ihr hinten sehen so ein bisschen. Genau. Dort finden Sie ja Achterbahnen, Kinderkarussells, Kettenkarussells. Das ist halt für Kinder von 3 bis 12 ausgerichtet. Frau Harms-Thiemann steht ja vor mir, genau. Sie sind in einer Viertelstunde dran und möchten einen Vortrag halten. Worüber geht's oder worum geht's denn? Es geht um eine Baustelle einer Gartenanlage. Also im Prinzip ist es ein Garten, der umgestaltet werden soll. Und darüber werde ich mal berichten, wie das so vor sich geht, wie wir die Beratung machen, was der Kunde dann an die Hand bekommt von uns und wie dann eine Baustelle durchgeführt wird bis zum Endausbau. Ist das denn auch Ihr Job? Also machen Sie das hauptberuflich? Ja, ich bin Gartenbauingenieurin und berate Kunden und mache auch Planungsarbeiten, ja. Die Ausführung macht dann eine von mir empfohlene Firma. Hier in der Halle befinden sich mehrere Aussteller, die zum Beispiel selbstgemachte Sachen anbieten oder Dekorationen oder Gartengestaltung. Hier kann man sich ein bisschen beraten lassen oder einfach nur ja, nett einkaufen vielleicht auch ein Stück weit. Neben mir steht Anke Müller vom Lenkungsausschuss Wangerland Erde und Flut. Und ihr habt heute auch einen Stand. Was macht ihr hier? Ja, wir präsentieren so ein bisschen, was wir schon gemacht haben, was wir erreicht haben mit der Lenkungsgruppe und stellen praktisch das nächste Projekt vor, den Wangerländer Gartenspaziergang, wo jetzt aktuell der neue Flyer rausgekommen ist und sich 12 Gärten beteiligen im ganzen Wangerland. Und das wird am 9. Juli, glaube ich, eine ganz tolle Veranstaltung, über die wir da informieren. Wie viele Gärten sind da geöffnet? 12 Stück. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Und in jedem Garten gibt es nochmal so eine Besonderheit, ein Kunsthandwerker oder eine Lesung oder sowas. Mhm. Ja. Okay. Wie oft trefft ihr euch? Meistens einmal im Monat. Okay. Ja. Genau.
Und was habt ihr jetzt heute auf dieser Seite denn nochmal ausgestellt? Ja, da haben wir praktisch unser grünes Glücksrad. Da gibt es verschiedene Gewinne. Wir haben große und kleine Stauden oder Sämereien und jeder kann was gewinnen. Als Trostpreis gibt es eine Gartenzeitschrift oder für die Kinder was Süßes. Dann hoffen wir mal, dass morgen vielleicht auch nochmal ganz viel Zulauf ist und heute noch den Rest des Tages. Und viel Spaß noch für euch. Ja, danke schön. Heute war ich nicht so gut. Ich stehe hier gerade bei der Firma Friesland Technik. Hier gibt es alles, was der Garten braucht und ja, eigentlich auch was die Gartenarbeit ein bisschen erleichtert. Ja, dann setz dich doch mal rein und fahr los. Okay, machen wir. So, jetzt fängt es leider schon wieder an zu regnen. Jürgen und ich, wir gönnen uns jetzt einen Kaffee und lassen dann den Nachmittag ausklingen. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Beitrag hier und wir hoffen mal, dass der Wettergott es nächstes Jahr besser meint mit der Garten- und Freizeitmesse. Obwohl, wenn man so auf den Parkplatz guckt, der ist echt voll. Also ich glaube, hier sind ganz viele Leute, die sich auch diese Messe dieses Jahr sich angeguckt haben. Aber bei besserem Wetter macht es einfach viel mehr Spaß. Ja, wir drücken mal die Daumen fürs nächste Jahr dann schon mal.